Und weißt du jetzt endlich, welche Speedmaster du kaufen willst? Ja, auf jeden Fall. Hier, Speedmaster Professional, die sollen ganz gut sein. Endlich, das wird aber auch Zeit. Und welche Variante? Saphir oder Plexi? Hallo, moin und willkommen, meine Lieben. Im Jahr 2013, da habe ich mir meine Speedmaster Professional gekauft und ich habe genau vor derselben Frage gestanden, welches denn werden soll. Mit diesem Video möchte ich euch helfen, genau diese Entscheidung zu erleichtern. Also, Lieben, auf geht's! Plexi. Plexi ist sexy, so hieß es zumindest damals im Ohrenforum. Und da ist was Wahres dran, denn ich finde, gerade mit Plexiglas ist der Blick auf Ziffernblatt richtig schön und richtig grandios. Es gibt der Uhr so einen gewissen New Old Stock oder Vintage Charme. Plus die Original Speedmaster für die Mondfahrt hatte natürlich auch ein Plexiglas. Das macht Sinn, denn Saphirglas, das kann splittern. Und ich sag mal, Glassplitter im Space Shuttle oder in der Rakete. Ein weiterer Vorteil ist natürlich der Preis, denn die Plexiglas-Variante ist ein bisschen günstiger wie die Saphirglas-Variante, was man ja auch nicht außer Acht lassen sollte. Nicht ganz so gut bei der Plexiglas-Variante ist zum einen, dass das Plexiglas natürlich verkratzen kann. Kann man rauspolieren, aber ich kenne einige, die einfach ein Problem mit haben. Des Weiteren, das kann ein Pro oder ein Con sein. Man hat den Stahlboden. Ich mag den, der ist schön graviert und man hat halt wieder dieses Officially Certified Klimborium hinten draufstehen und eine schöne Gravur. Und noch ein Nachteil, für mich ist es keiner, aber das Werk wird vom Plastikring in Position gehalten. Das ist bei der Saphirglas-Variante noch was anderes. Und ich weiß nicht, ob sie das bei der neuen Speedmaster mit dem 3861 immer noch machen. Bei dem Vorgänger mit dem 1861 Werk war das allerdings der Fall. Saphirglas. Pros und Cons für die Saphirglas-Variante. Ich denke mal, das erste Pro liegt auf der Hand. Das Ding ist kratzerresistent. Punkt 2 oder Pro 2 von meiner Seite dann natürlich auch der Saphirglasboden, der einen wunderschönen Ausblick auf das 1863 in meinem Fall oder bei den neuen Speedies auf das 3861 preisgibt. Und gerade bei manuell aufziehbaren Chronographen ist das einfach nochmal ein Highlight für sich, denn das Werk ist wirklich schön dekoriert und ihr habt keinen Rotor. Berücksichtigen wir das neue Speedmaster Professional Modell, habt ihr natürlich bei der Saphirglas-Variante das applizierte Logo und in dem Band gibt es noch so polierte Highlights. Und gerade in Kombination mit dem Gehäuse, was natürlich auch gebürstete und polierte Flächen hat, ist das mit ein paar polierten Highlights einfach nochmal schöner. Bei der Plexiglas-Variante ist das Band komplett mattiert. Ein paar Highlights, die könnten schon dabei sein. Negativaspekt von dem Saphirglas, je nachdem wie das Licht drauf fällt, habt ihr so einen leichten Milchrand oder so einen weißlichen Rand drumherum. Das fällt mir persönlich nicht auf, ist aber etwas, was viele nicht mögen. Und ganz klar, im direkten Vergleich zu der Plexi-Variante sieht man das. Bei der Plexiglas-Variante habt ihr halt von jedem Blickwinkel einen freien Blick aufs Glas, wenn denn kein Kratzer drin ist. Und natürlich zweiter Negativaspekt bei der Saphirglas-Variante, das Ding ist einfach deutlich teuer und bietet meiner Meinung nach unwesentlich mehr wie die Plexiglas-Variante. Also da sollte man sich schon überlegen, ob man wirklich bereit ist, den stolzen Aufpreis hinzulegen. Aber wieso habe ich mir denn damals die Saphir Speedmaster geholt? Das hat mehrere Gründe. Zum einen war der preisliche Unterschied damals nicht ganz so hoch. Ich glaube, ich habe für eine nagelneue Speedmaster mit dem Saphirglas 3.300 Euro bezahlt. Das waren wirklich noch schöne Zeiten, um Ohren zu kaufen, muss ich sagen. Des Weiteren war für mich zum einen die geringere Kratzeranfälligkeit ausschlaggebend und der Blick aufs Werk. Ich habe beide miteinander verglichen und das war wirklich so der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist schon schön. Und die Speedmaster war auch mein erster Chronograph in der Sammlung. Und dann mit dem Plus, dass man eben das Chronographenwerk bei der Arbeit sehen kann, das war da auf jeden Fall mit ausschlaggebend. Plus im direkten Vergleich ist mir die Saphirglas-Variante ein bisschen eleganter vorgekommen. Du hast ein bisschen mehr Reflexion. Die Plexi Speedmaster hat diesen Vintage-Charme. Die Saphir Speedmaster hat halt einfach so ein bisschen den eleganteren Look. Und ich denke mal, das trifft noch mehr auf die neue Variante zu, wo man halt die polierten Highlights im Band und das aufgesetzte Logo noch von Omega hat. Trotzdem war das damals so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, dass ich dementsprechend zur Saphirglas-Variante greife. Wie würde ich mich entscheiden, wenn ich aktuell keine Speedmaster in der Sammlung hätte? Denke mal, ich würde zwei Varianten mir angucken. Auf der einen Seite das Vorgängermodell mit Plexiglas, denn das hat polierte Highlights am Band, es gibt kein appliziertes Logo und irgendwie ist es ja näher an der Original Mond Speedmaster. Wenn es die neue werden sollte, würde ich aber dann wirklich die Saphirglas-Variante
Variante nehmen, wegen dem aufgesetzten Logo, wegen den polierten Highlights am Band und wegen dem Blick auf Werk, denn das 3861 ist definitiv ein tolles Chronographenwerk, was sich auch wirklich lohnt, dann anzugucken. Also entweder die alte Plexi oder die neue Saphir-Variante. So, meine Lieben, das soll es für heute dann aber auch gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Anregungen geben bzw. eine gewisse Hilfestellung. Im Endeffekt, das Wichtigste ist, dass ihr versucht, die beiden Uhren miteinander zu vergleichen. Das hat mir damals am besten geholfen. Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt noch eine richtig schöne Restwoche. Freue mich darauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Sage Goodbye und auf Wiedersehen, euer Konstantin. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.